Hi, hallo, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Mitochondrien-Doktor. Schön, dass ihr reinschaut. Was ich hier mache im Zug, ich fahre nach Berlin. Was ich in Berlin mache, ich besuche einen Freund von mir, auch ein Arzt, und der hat wahnsinnig viel Ahnung und Erfahrung, was die Mitochondrien angeht. Den werde ich besuchen, um dort in der Praxis ein bisschen mitzumachen, aber vor allem, um mir die aktuellen Informationen von ihm zu holen. Ich habe ein paar Jahre Pause gemacht und vor allen Dingen auch, um mit ihm ein Interview zu führen. Und dieses Interview werdet ihr sicherlich bald sehen. Morgen bin ich bei ihm und die nächsten Tage. Es ist Karneval hier in Düsseldorf. Gut, dass ich nach Berlin fahre. Da gibt es keinen Karneval. Bis später. So, ihr Lieben, hier ist nochmal der Mitochondrien-Doktor. Wow, wow, wow. Eigentlich sollte ich schon längst in Berlin sein. Jetzt hänge ich hier in Hannover rum. Ja, der Zug hat einen unfreiwilligen Stopp mitten in der Pampa. Und jetzt haben wir uns mit dem anderen Zug echt durchgeschlagen nach Hannover. Und hier kommt gerade mein Zug, der mich dann hoffentlich wirklich nach Berlin bringt. Ja, aber es ist, was es ist und so schlimm ist es nicht. Was wirklich gut war, war die Informationspolitik der Bahn, muss ich echt loben. Wir waren immer total im Bilde. Also, weiter geht's nach Berlin. Ich melde mich. Jo, das ist der neue Berliner Bahnhof. So sieht der Bahnhof aus. Ich bin in Berlin. Viel zu spät, aber so ist es nun mal. Und jetzt ab ins Hotel und gute Nacht. Bis morgen. So, guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder der Mitochondrien-Doktor. Und ja, jetzt gleich gehe ich zu meinem Freund in die Arztpraxis und mal sehen, was es dort gibt. Ich werde mir eine weiße Hose anziehen, das habe ich ja Ewigkeiten nicht gemacht. Aber so ist das halt eben. Kleider machen Leute und naja, ich bleibe derselbe, aber ich denke, es ist so ganz okay so. Ich freue mich riesig und natürlich werde ich wieder berichten. Okay. So, jetzt stehe ich hier vor der Praxis und da in die Tür muss ich jetzt hineingehen und ja, dann geht's los. Da ist ein bisschen frisch hier in Berlin, aber drin wird sicherlich warm genug sein. Okay, wir sehen uns und jetzt schaue ich mir